So. Ich glaube, da oben war eine Skulptur, oder? Guck mal. Nee, war auch wieder nur beim Master Quest. Da oben können wir aber noch hin. Ist aber jetzt der richtige Weg. Mann, Mann, Mann. Tja. Ist zwar schön, aber ich muss leider dran vorbei. Wie weit geht's denn? Nur bis dahin? Nee. Geht doch noch ein bisschen näher, oder? Ach du Shit. Na komm. Darf mich nicht sehen! Ach. Hätte ich mein Krabbelmin gehabt, ey. Hätte ich mir das ersparen können. Das ist. Nein, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Leider reicht ja der Fanghaken leider dafür wieder nicht aus. Oder warte mal. Nee, natürlich nicht. Ah, bisschen zurück. Ach, komm schon. Ist doch nicht euer Ernst. Ach Mann, vor allem wir müssen da durch. Nach links, nach links. Oh, es dreht sich natürlich nicht so weit. Jetzt, perfekt. Das Ding darf mich nicht sehen. Verdammt! Du Mistvieh! Oh, nee. Mann, ich dachte, ich hätte es jetzt mal langsam. Da hilft doch keine Gebetslieder. Och, Mann, ist das ein Fuck hier. Endlich! Ha! Alle guten Dinge sind drei, ey. Das ist halt immer das Knifflige dran. Das ist alles nur für die Karte. Immerhin. Wir müssen trotzdem hier lang. Pff, du Mini-Gestrüpp. Skulptula. Falsche. Dich! Du stirbst trotzdem. Hier müssen wir nämlich hin. Wir müssen einen Brunnen der pumpen. Sind aber auch dann zufällig auf der anderen Seite. Nein, ich werde nicht dein Futter. Hui. So. Mhm. Kriegen wir gleich noch zwei Herzen zurück. Und da ist noch eine Truhe. Mit einem weiteren Schlüssel. Mhm. Deswegen machen wir uns die ganze Mühe. Aber nun können wir endlich hier raus. Und uns endlich um den Hauptraum wieder kümmern. Immer dieser Nebel ist gut, ey.
Du störst mich nicht. Tür auf. Danke. So, erste Tür. Du schon wieder. Boom! Tja. So, ach ja. Den Raum kenne ich noch. Damals hatte ich Probleme mit der ROM gehabt, die Blöcke zu schieben. Ich kann jetzt nur hoffen, dass das jetzt hier funktioniert. Dass ich hier endlich die Blöcke rausziehen kann und die nicht in der Wand geglitscht sind. Da hatte ich das Problem mit der Master Quest ROM. There are arrows painted on the floor. Nee! So. Ja, ein Glück! Ein Glück, es funzt. Ich kann sie rausziehen. Welch ein Glück. Suppi. Schieben wir doch gleich weiter. Welch ein Glück, die ROM ist okay. Ich kann die Blöcke ziehen und schieben. Hier wäre ich auf die andere Seite. Und schieben hier munter weiter. Vor allem das... Woher nimmt Link die Kraft, solche schweren Dinger zu schieben? Geschmeckt denn zu ziehen? Jetzt müssen wir hier noch, glaube ich. Irgendwo war noch einer. Hier. Genau. So, das war der Teil. Jetzt können wir auch weiter. Genau. Endlich mal eine ROM, die funktioniert. Eieiei. Da war wohl der Architekt, der das gebaut hat, wohl gerade auf Speed. This corridor is all twisted. Nee, hab ich doch eben gerade gesagt. Snuffy, blasch doch mal deine Ohren. Ach du hast ja gar keine. Watch for the shadows of monsters that hang from the ceiling. Und wieso hängt da eine Truhe oben? Egal. Unwichtig. Weiter geht's. Gleich kriegen wir unser erstes Hauptitem. Lach du nur, gleich bist du fällig. Schon wieder in der Falle. Hallo? Ich hatte dich doch schon gehabt, oder? Tja, diesmal ist es zwar nur einer, aber wenn dann später die zwei kommen, muss man schnell sein, denn nach einer Zeit heilen die sich wieder. Das ist halt die Schwierigkeit in dem Teil jetzt hier. Da muss man schnell sein. Eins. Zwei. Drei. So, jetzt bist du fällig. Vier, eins. Zwei. So. Drei. Drei. Vier. 5. Dann dürfte der eigentlich nur noch einen aushalten. Ja.
5 Schläge mit dem Schwert, jeweils 4 der andere. Jeweils 4 beide. Und dann. Hm? Dann braucht jeder nur noch einen Schlag und fertig. Also, so kann man es nicht einfach machen. Mit diesen Skelettkriegern. Jo, wir haben den Feenbogen erhalten. Unser erstes Hauptitem. Mit 2 möglichen Upgrades. Einmal Köcher 40 und einmal Köcher 50. Den 40er ist einfach zu kriegen, der 50er ist extrem schwer. Den habe ich bisher noch nie geschafft. Ja, lach du nur. Gleich bist du Geschichte. Dann kann man dich nur noch woanders aufhängen. Tja. Jetzt kannst du leider nicht mehr entkommen, ne? Das heißt, hast du kein Bild mehr zum Ausweichen. Da haben wir den Geist Nummer 1. Gucken wir mal auf den Namen, wie der Geist heißt. Beth. One of the Post Sisters. Na gut. Da heißen die Geister natürlich anders als im Europäischen. Da hat... Beth? Hießen die da nicht Betty, Hetty und so alles? Betty, Hetty, Patty und so? Keine Ahnung. So, haben wir schon mal Beth? Juhu! Doppelpfeile. Yay, gleich eine große Truhe. Ja, da kann doch nur der Kompass drin sein. Den brauchen wir aber nicht. Wir brauchen noch etwas anderes. Anderer Raum. Da oben bist du wieder. Das war dumm von dir. Denn jetzt bist du auch fällig. So, wie heißt denn der Geist? Joel. Beth, Joel. Mhm. Haben wir das mal gemerkt? Hier. Come to me. Come to me. Come to me. Come to me. Juhu. Nächste Fackel. Tja, den brauchen wir noch auf Vorrat. Wir müssen aber zurück und den Raum berichtigen, sozusagen. Wo wir vorher waren, mit dem ersten Masterschlüssel sogar. Ziemlich verdrehte Angelegenheit, ne?